Computer, nimm bitte mal die Nachricht für Celestine auf. Also, Bluebell, bitte. Aufzeichnung gestartet. Hey, Celestine. Es ist noch eine Woche und wir haben bis jetzt immer noch keinen Planeten entdeckt. Und wir müssen jetzt zurückfliegen, quasi 200 Jahre aus der Zukunft, die wir kennen. Und wenn wir richtig Pech haben, landen wir in einer Zukunft, die uns nicht mehr haben will, nämlich in einer Zukunft, in der der Mond tot ist und die Erde weg. Und ich wollte dir nochmal sagen, dass ich dich liebe. Und wenn das eintritt, wenn alle Pech hatten, die Mondstation weg ist, dann werden wir uns nie, nie wieder in die Arme nehmen können. Und dann ist all das eingetreten, was du quasi immer gesagt hast. Und dann tut mir das so wahnsinnig leid, dass wir uns seitdem nicht mehr sehen konnten. Und deswegen, ich weiß nicht, aber du hast bestimmt erkannt, dass die, so haben wir uns kennengelernt. Ich habe diesen albernen Bart getragen und naja, das ist nochmal für dich. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, oh, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, oh, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Whispering words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in a world agree, oh, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that we will see, oh, there will be an answer, oh, let it be, let it be, let it be, oh, let it be, oh, let it be, whispering words of wisdom, let it be. Tut mir leid, ich bin irgendwie nicht mehr so gut wie früher und ich habe einfach so lange nicht mehr gespielt, aber ich hatte Angst, dass die Mission tatsächlich genau so ein Ende nimmt. Und deswegen habe ich die Gitarre als einzigen persönlichen Gegenstand mitgenommen. Ich wollte dir nur nochmal sagen, ich liebe dich wirklich. Und was auf der Mission passiert und zwischen uns passiert, das ist die Mission und danke, dass du mit mir diesen Weg gegangen bist und danke, dass ich mit dir diesen Weg gehen durfte. Computer, spiel die Nachricht ab. Am letzten Tag, bevor wir aufbrechen. Bevor sie in den Kryo-Schlaf geht. Frankie, Ende. Ja, Frankie. Es ist Zeit für das Crew-Meeting. Bitte treten Sie dem Gruppenanruf bei. Es ist Monat 11, Woche 3. Der Mission. Es bleiben noch 7 Tage. Der Mission. Wir sind vollzählig. Dies ist das 302. Meeting seit dem Tag des Aufwachens. Bluebell, bitte beginne die Aufzeichnung. Aufzeichnung beginnt. Ich weiß, es erscheint hoffnungslos, aber es ist nicht hoffnungslos. Wir werden einen Planeten finden. Ob wir es am letzten Tag unserer Reise tun oder am ersten Tag unserer Reise, spielt keinerlei Rolle für den Erfolg unserer Mission. Ja, es ist hart, aber wir sind weit gekommen und wir werden einen Planeten finden.
Bitte lasst euch nicht entmutigen, lasst euch nicht unter Druck setzen und verliert vor allem nicht den Glauben. Wir machen weiter mit dem üblichen Status-Update. Frankie? Ja, ich als Ex-Roma möchte auch nochmal an die gesamte Crew und auch natürlich an die Familie appellieren. Auf keinen Fall die Hoffnung verlieren. Ihr dürft auch nicht vergessen, es sind weit über 50 Missionen ausgesandt worden. Nur weil wir nicht erfolgreich sind, heißt das noch lange nicht, dass die anderen nicht erfolgreich sind. Kann sein, dass wir in den nächsten 7 Tagen keinen erfolgreichen Scan mehr durchführen. Bisher sieht es auch tatsächlich nicht so aus. Wir haben nur noch 2 Planeten, die wir überhaupt überprüfen können. Und dann begeben wir uns auf die Heimreise. Die Systeme sind soweit alle gut. Wir sind noch ungefähr 1/3 Vorrat über Paar. Das heißt, auch die letzten Tage sollten wir gut überstehen können. Und wie gesagt, selbst wenn wir nichts finden, habe da tiefstes Vertrauen. Wir werden zurückkommen und werden Infos in Lunar Station bekommen, auf welchen Planeten wir uns von dort aus verlagern. Genau, also Infos, das war jetzt ein bisschen gemischt vielleicht, auch von mir doch ein bisschen, die letzten Tage waren da doch kurz. Also, wir haben, 2 Planeten noch zu scannen. Die Flugzeit bis dahin dauert noch 2 Tage, 3 Tage, bis wir in scannbare Reichweite bekommen. Dann sollten wir uns auf die Sprünge einsetzen, dann in den Kryoschlaf. Die Informationen dazu wird wahrscheinlich Celestine durchgeben. Und dann bereiten wir uns auf die Rückreise vor. Also hey, es geht zurück nach Hause, nach Luna. Das kann man auch positiv sehen. Genau. Danke, Frankie. Celestine? Ich denke nicht, dass wir einen Erfolg haben werden. Celestine, ich habe dich nicht um deine Einschätzung gebeten, ich habe dich um ein Status-Update gebeten. Ja, dann lass es doch offiziell werden. Wir werden keinen Erfolg haben. Trotz der 2 scannbaren Planeten? Es gab nie ein Debriefing, nachdem von Gaia entführt wurde. Wir haben nie darüber geredet. Ich habe auch nicht mehr daran gedacht, was vor 200 Jahren passiert ist, bevor wir aufgebrochen sind. Ich habe dich doch gefragt. Es war nur so ein kleiner Gegenstand. Und was war ein kleiner Gegenstand? Celestine, was hast du getan? Die Mitglieder von Gaia haben doch nicht so Unrecht. Das, was wir dort getan haben, auf Erde, auf Luna, was noch kommen mag, das müssen wir dort ausbaden. Celestine, bist du ein Mitglied von Gaia? Ich weiß es nicht. Sie haben mich gebeten, einen Stick einzupflegen und nur in der Hoffnung, dass wir niemals einen Planeten finden würden. Und das habe ich getan. Du hast was getan? Blube, sehen die Sternschnuppe als Ziel an. Target. Was? Kannst du, Sigrid, bist du. Sigrid, hör auf damit. Sigrid, hör auf damit. Noch habe ich nichts getan. Aber die Mission steht an oberster Stelle. Die Mission könntest ist ja du vielleicht erstmal Papa ausreden lassen, um was es hier geht, und ihn fragen, oh nein, wie geht's dir denn, nachdem du entführt wurdest von einer Terrororganisation? Wie wär's denn damit, bevor du deine Waffe auf ihn richtest? Es geht hier doch jetzt wirklich nicht um Befindlichkeiten, es geht darum, was er getan hat. Es ist völlig irrelevant. Ja, was hat er denn getan? Da stimme ich dir zu, das müssen wir wissen, aber... So. Genau, so bitte lass uns bitte nach Protokoll vorgehen. Also wir haben vielleicht Frankie, wir lernen nicht mehr. Ja. Was denn das für ein Schwachsinn? Ich meine, die Erdbewohner können noch auf der Erde bleiben, wenn sie das wollen. Aber allen anderen Menschen zu verbieten, dass sie einen Planeten finden, weil sie darin mehr Hoffnung sehen, ernsthaft? Oh, Halimir, das ist aber eine sehr privilegierte Geschichte. Also eine Position, aus der du da sprichst.
Fest, kann man mich wieder verstehen? Ja, Frankie, wir können dich verstehen. Gut, das ist keine persönliche Befindlichkeit, wir haben eine Mission zu erfüllen. Ob wir jetzt ob ihr der Meinung seid, ob Leute einen Planeten suchen sollen oder nicht, unsere Aufgabe war das und das müssen wir durchführen. Dass Celestine hier irgendwelche Informationen einer Terrororganisation eingeschleust hat, ist äußerst bedauerlich. Und Celestine, du musst dich dafür, wenn wir auf der Rückkehr sind oder nach der Rückkehr, wirst du zur Rechenschaft gezogen. Du gefährdest nicht nur die Mission, sondern auch deine Familie. Genau deswegen wurde eine Familie ausgewählt, damit so etwas nicht passiert. Nein. Ich weiß, dass was ich getan habe, schlägt euch allen als falsch. Ich weiß. Aber ich wollte nicht, dass unsere Familie, unsere Legacy, unsere Saga, die ist, dass wir wieder diesen gleichen Scheiß nochmal lostreten. Die Erde wiederholen, Luna wiederholen. Nein, wir müssen... Es geht hier um das Überleben und unsere Existenz auf dem Planeten ist seit 16.000 Jahren, nicht mal, 14.400 Jahre oder so nicht. Und ihr redet über einen Fehler wiederholen. Planeten kommen und gehen, Planeten sterben und werden bevölkert von Rassen. Und ob wir das nun tun oder nicht, wir müssen aus den Fehlern lernen. Ja, aber wir können es nicht auf dem alten Planeten. Wir kommen wahrscheinlich zurück und er ist tot. Frankie, kannst du ihn mal ausreden lassen? Celestine, was hast du getan? Was genau war auf diesem Stick? Wir haben nur gesagt, wir werden nichts finden. Ich wollte uns als Familie nicht gefährden. Dass dieser Stick die Ergebnisse der Scans verfälscht hat? Heißt das, dass wir tatsächlich vielleicht schon einen bewohnbaren Planeten gefunden hätten? Ich weiß es nicht. Celestine, antworte mir. Ja. Sie haben gesagt, wir werden nichts finden. Das ist alles, was Sie gesagt haben. Und in dem Moment hatten Sie recht. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich damit übereinstimme. Gott verdammt nochmal, warum hat man mich überhaupt auf diese Mission gelassen, nachdem ich von einer Terrororganisation entführt wurde? Das frage ich mich gerade auch, wieso ich dich ausgerechnet mitgenommen habe. Das ist die Enttäuschung meines Lebens. Oh. Kannst du jetzt deine Waffensysteme wieder abschalten? Gegen die Enttäuschung deines Lebens richtest? Executive Officer an Babel. Executive Officer an Bluebell. Crew der Mission Humana. Hier spricht Gaia. Wir haben eure Schiffe gehackt. Wir können euch nicht erlauben, diese Mission fortzuführen. Ihr dürft keinen bewohnbaren Planeten finden. Die Menschheit würde ihn nur zerstören. Das können wir nicht zulassen. Eure Schiffe werden alle ihre Wasserreserven verlieren. Ohne Wasser werdet ihr nicht zur Erde zurückfliegen können. Es tut uns leid, aber zum Wohlergehen aller müssen wir eure Leben opfern. Wir hoffen, dass ihr versteht. Nicht die Abmachung. Evakuation beginnt. Wasser wird evakuiert. Verbleibende Wasserreserven 80%. Log 12735. Unterbinde den Ablass des Wassers. Fehler, Zugriff, verweigere. Bluebell. Wird evakuiert. Unterbinde den Ablauf des Wassers. Reserve 50%. Captain, ich kann versuchen, die Firewall eines Schiffes aufrecht zu erhalten. Welches Schiff soll ich beschützen? Sigrid, Iris. Halimid. Executive Officer bestätigt den Befehl des kommandierenden Offiziers. Schiff Halimid. Schiff Viola 16 wird geschützt. Wasser wird evakuiert. Verbleibende Wasserreserven 30%. Versuche, die Viola 16 zu schützen. Computer 16. Deine Schuld, Celestine. Verbleibende Wasserreserven 10%. Bluebell, kommandierender Offizier an Bluebell, alle Schotte schließen, alle mechanischen Vorrichtungen überschreiben. Fehler, Zugriff, verweigert.
verbleibende Wasser. Ich denke, kannst du dich manuell in dieses Thema einbinden? Versuch, ob du es manuell überbrücken kannst. Halimed, du auch, Callisto, du bitte auch. Halimed, unterstützt du bitte Callisto dabei, sich manuell einzuloggen? Nee, wir sind bei 10%. Ich komme nicht rein. Ich versuche es mechanisch. Was hat sie gerade angezeigt, wie viele Probleme wir noch haben? Wie viel Prozent haben wir noch? 10. Ich bin bei 8. Es wird doch nichts. 0. Ich meine 8%. 0. Ich habe nichts tun können. Das ging schnell. Ist Halimeds, ist die Viola 16 geschützt oder nicht? Hast du noch Wasser? Bluebell. Ich habe noch. Zumindest zeigen das meine Systeme an, ja. Callisto, es tut mir leid. Es tut mir leid. Mir? Wieso entschuldigst du dich bei mir? Weil ich die Wahl zwischen dir und Callisto, zwischen dir und Halimed hatte und mich für Halimed entschieden habe. Weil sie jemanden hatte, auf sie wartet. Auch wenn sie niemanden gehabt hätte, hättest du dich für sie entschieden. Sie ist dein Liebstes und dein Großes, das ist so in Ordnung. Ich verstehe das. Es ist nicht schlimm. Aber es tut weh, aber es ist nicht schlimm. Nicht weniger wert. Es ist, was es ist. Also ist das wieder eine sentimentale Entscheidung? Du wählst mich nicht, weil ich die besten Voraussetzungen habe, sondern... Sie hat dich nicht alleine entschieden, ich habe mitentschieden und du hast die besten Ergebnisse. Genau, korrekt. Das stimmt einfach so. Und so sehr ich Callisto liebe, wir müssen absolut sicherstellen, dass diese Nachricht wieder auf der Erde ankommt. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch alles einfach egal. Wir können uns, glaube ich, einfach jetzt darauf einstellen, dass es jetzt hier vorbei ist. Ich bin der Meinung, dass wir noch kurz Informationen zusammensammeln sollten, die wir der Halimed mitgeben. Und wir sollten auf jeden Fall die beiden... Wie lange weiter haben wir Reserven noch? Celestine. Ja, mein Kind. Ich liebe dich. Und du hast nichts Falsches getan. Doch. Wir haben alle versagt. Wir haben alle versagt. Wir haben alle versagt. Wir hätten nicht versagt. Oh doch. Du hast genauso versagt, Frankie. Ich habe dir vorgeworfen, du könntest Gaia-Terroristin sein. Und eigentlich ist er derjenige, der uns... Ihr vier wärt alle gut nach Hause gekommen, wenn Celestine nicht ihre Familie geopfert hätte. Ihr habt versagt. Ihr habt nicht nur darin versagt, einen neuen Planeten zu finden. Vor allen Dingen habt ihr darin versagt, euch um den kleinsten Nenner zu kümmern, um eure Familie. Das habt ihr super gemacht, weil das große Ganze da draußen steht. Wir haben noch nicht versagt, Callisto. Es gibt noch zwei Planeten, die wir scannen können. Und vielleicht können wir auf einem von diesen Planeten leben. Glaubst du, dass der Scanner nicht betroffen ist davon? Ganz wir können uns die beiden nicht... Hier, wonach wir suchen müssen. Jetzt können wir dagegen kämpfen. Celestine, hast du dieses Gerät noch? Diesen Stick, den du eingesteckt hast, hast du den noch? Es ist eigentlich vollkommen irrelevant, ob sie ihn hat. Wenn sie ihn eingefügt hat, hat der Computer ist ja bereits betroffen und der ist auf unserem System. So, wir haben jetzt eine einzige Möglichkeit. Und wenn wir jetzt tatsächlich uns darum kümmern wollen, was Callisto sagt, nämlich die Familie, dann können wir uns die beiden Planeten ansehen. Wir können sie versuchen zu scannen. Dafür müssen wir weiter runtergehen. Das Problem ist, wenn die Scans überschrieben und gehackt sind, dann wird das Ergebnis, was zurückkommt, nicht positiv sein. Wir müssen die Frage nach dem Stick, damit wir den Hack manuell überschreiben können. Wir können. Gut damit, was ihr die wollt. Verbindung ist schlecht. Der Anruf endet in Kürze.
Wir können runtergehen und manuell versuchen zu scannen. Wenn sich Celestine vielleicht für die, also ich. Ja. Wir können in die Atmosphäre runtersteigen. Dabei werden wahrscheinlich die. Also, spielt keine Rolle. Lass uns manuell scannen. Sieke, ich komme gleich rüber zu dir. Ich versuche dich eine 5 Minuten zu dir aufzubauen, dann lösen wir das Problem. Wir sprechen uns in Kürze. Die Verbindung ist schlecht. Der Anruf endet in Kürze. Meeting beenden, Bluebell. Meeting beenden. Anruf von Sigrid Mangata für Celestine Mangata. Anruf von Sigrid Mangata für Celestine Mangata. Mutter? Wieso? Hab ich so versagt? Ich wollte schon viel früher mit dir darüber sprechen. Über was, das du uns verraten hast? Über die Entscheidung, die sich mir aufgezwungen wurde, als ich entführt wurde. Du hast mich nie zu dir gelassen. Du hattest nie Zeit. Ich wurde entführt. Ich bin ein Kind. Ich hatte so mit mir zu kämpfen und ich habe anscheinend die falsche Entscheidung getroffen. Aber es ist auch nicht das eingetreten, was versprochen wurde. Was wurde denn versprochen? Dass wir keinen Was Plan- wurde versprochen? Dass wir nicht. Ich hätte doch niemals das Wohlbefinden unserer Familie gefährdet. Aber das Wohlbefinden eines ganzen Planeten? Wirklich, Celestine, wirklich? Der einzige Grund, wieso ich dein Schiff noch nicht abgeschossen habe, ist, dass du der Schlüssel bist, dass wir diese Mission vielleicht noch zu deinem Erfolg machen lassen. Aber für mich bist du gestorben. Das ist okay. Aber du warst nicht da. Du hast nicht das gehört, du hast nicht das gesehen, was ich gesehen habe. Du hattest auch keine Zeit, mit mir darüber zu reden. Alva hätte Zeit gehabt. Alva hätte es verstanden. Alva hätte vielleicht mir helfen können. Vielleicht bin ich an allem schuld, aber vielleicht hast du ein bisschen Schuld. Ein klein wenig. Und dass dein Versuch ist, dich zu rechtfertigen, dann ist ja armselig. Nicht mal jetzt bist du in der Lage, Verantwortung für deine Taten zu übernehmen. Oh doch. Das bin ich. Ich sehe es auch ein und es verletzt mich auch. Wenn das alles war, wenn du nur sehen wolltest, dass ich es einsehe, dass ich die Schuld auf mich nehme, ja, gerne. Ich hätte gerne ein wenig Menschlichkeit noch von dir erfahren, aber dann halt nicht. Meinst du, das hätte ich gewollt? Meinst du, ich hätte mich jemals auf diesen Deal eingelassen? Ich weiß nicht mehr, was ich meinen soll. Das bisschen, das winzig kleine bisschen, was ich glaubte, dich zu kennen, hast du durch diese Sache zerstört. Ich weiß, dass ich nicht oft da war. Ich weiß, dass ich dich unter Druck gesetzt habe, dass ich dir auch meine Vorstellungen vielleicht einmal aufgezwungen habe, dass ich vielleicht nicht die perfekte Mutter war, weil ich dafür die perfekte Heldin war für so viele Menschen, die es gebraucht haben. Aber dass ich dich so wenig kenne, dass du einen ganzen Planeten opferst und deine Familie. Das ist vielleicht der größte Fehler, den ich je gemacht habe. Du denkst, du bist der Held dieses Planeten? Die Familie Mangata hat doch bloß gefördert, dass wir unseren Planeten und Luna weiter schleifen. Weil es gibt ja so viele Alternativen dort draußen.
Anstatt sich einfach mal selber ins Gesicht zu sehen, dass wir Abschaum sind. Dass wir ein Parasit sind, der sich einen eigenen Planeten tötet. Wirklich, Celestine, ich kenne dich nicht mehr. Wenn dir noch irgendetwas einfällt, um die Mission zu retten, weißt du, wie du mich erreichen kannst. Die Mission ist mir egal, die Familie vielleicht. Und sollte es ein Opfer geben, was ich bringen kann, um euch in irgendeiner Weise, vor allem Halimed, zu unterstützen, dann werde ich das natürlich tun, weil das war niemals das, was ich wollte. Und doch hast du unsere Familie getötet. Du und niemand sonst. Segelt auf. Anruf von Frankie Mangata an Halimed und Sigrid Mangata. Anruf von Frankie Mangata an Halimed und Sigrid Mangata. Halimed hört. Sigrid hört. Ja, grüß euch. Ich würde sagen, dass das Wichtigste jetzt ist, dass wir tatsächlich die Mission zu Ende bringen. Ja, sehe ich genauso. Mit den beiden anderen ist meiner Meinung nach nicht mehr zu rechnen. Celestine ist vollkommen unzurechnungsfähig. Und Callisto ist einfach das verwirrt. Dass sie der Meinung ist, dass das ein gutes Ende dieser Mission ist, zeigt davon, dass sie irgendwie nicht verstanden hat, worum es wirklich geht. Ja. Ich habe deine Nachricht gelesen, Frankie. Ich werde den Abschluss nicht freigeben, bis wir die Mission nicht beendet haben. Ich lasse den Target-Log weiterhin bestehen, um ein entsprechendes Druckmittel auszuüben. Wobei ich, wie du schon gesagt hast, nicht davon ausgehe, dass Celestine das in irgendeiner Art und Weise etwas ausmacht. Ja, das stimmt. Meiner Meinung nach müssen wir jetzt zwei Dinge tun. Wir müssen uns den beiden nächsten Planeten nähern. Dann wird sich eins der Schiffe runterwagen bis in die Atmosphäre. Danach werden wir allerdings aus der Atmosphäre nicht mehr rauskommen. Die Frage ist, wenn wir da nicht mehr rauskommen, bedeutet das, dass die Schiffe abstürzen werden. Das heißt, wir werden pro Scan ein Schiff opfern müssen. Ja. Ich muss zugeben, dass ich tatsächlich abgeschlossen hatte. Ich hatte euch nicht darüber informiert. Ich hatte die ganze Zeit zu wenig Wasser seit dem Vorfall. Das heißt, außerdem müssen wir jemanden runterschicken, der doch verlängerliche Informationen rausbringt. Damit bleiben nur Sigrid und du. Korrekt. Also ich und du, verzeih. Mich wühlt die Sache auch doch mehr auf, als ich gedacht habe. Also entweder, ja. Die Frage ist halt... Ich bin absolut sicher, dass von Celestine keine weitere Gefahr ausgeht. Diese Frage habe ich mir gerade auch gestellt und das Gleiche stelle ich mir für Callisto. Es bringt nichts, wenn wir Schiffe opfern und dann beispielsweise Celestine oder Callisto in irgendeiner Art und Weise die Rückkehr Halimeds gefährden. Naja, ich würde sagen... Ich habe Callisto viel Vorwürfe gemacht, seit wir losgefahren sind. Aber wenn wir ganz ehrlich sind... hat sie bis jetzt nichts getan. Ich glaube, dass sie, wie du schon sagst, Frankie, einfach verwirrt ist. Ich glaube nicht, dass sie eine Gefahr ist, aber bei Celestine... Die Frage ist, welche Schiffe schicken wir runter? Wenn ich runtergehe und wir finden dort einen Planeten, der bewohnbar ist, dann könnt ihr nachkommen und Halimed dreht um und meldet, macht diese Meldung. Sollte der Planet nicht bewohnbar sein, dann verliert ihr mich. Und dann müsst ihr den weiteren Planeten überprüfen. Und dann müsst ihr überlegen, wen ihr runterschickt. Grundsätzlich würde das Problem ist, Sigrid, wenn tatsächlich... Ich bin gerade informiert, dass meine Temperaturkontrolleinheit gehackt und korrumpiert wurde. Das heißt, ich werde innerhalb der nächsten Stunden langsam erfrieren. Von dem her macht es keinen Unterschied mehr, ob ich mich jetzt opfere für den Scan oder ob ich erfriere. Dann ist mein Tod zumindest nicht umsonst. Captain, das Virus, was von Bord der Sternschnuppe kommt, ist immer noch aktiv und versucht, die Temperaturkontrolle der Schiffe zu beschädigen. Die Alpha One wurde beschädigt. Ich versuche, das Virus aufzuhalten. Ich denke, dass ich Ihnen bis zu 48 Stunden geben kann, aber die Sternschnuppe sendet immer noch neuen korrumpierten Code aus.
Bis diese Transmissionen ein Ende haben, fürchte ich, werde ich das Virus nicht aufhalten können. Frankie, als nächstranghöchster Offizier, erbitte ich Ihre Bestätigung für den Abschuss der Sternschnuppe. Ich werde die Sternschnuppe jetzt abschüssen. Sind Sie damit einverstanden? Wir hören dich nicht mehr. Offensichtlich hat das Virus auch die Kommunikationskanäle eingestellt. Tu es einfach. Bluebell? Ja, Captain. Raketenfeuer. Target lock on Sternschnuppe established. Firing missiles in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Missiles fired. Zeit bis zum Einschlag der Torpedos 24 Stunden. Tut mir leid, Frankie. Videonachricht von der Erde. Endet sich die Familienbankkarte. Videonachricht von der Erde. Bitte antworten Sie nicht. Das ist nur eine Aufnahme. Bitte antworten Sie nicht. Das ist nur eine Aufnahme. Hallo. Melanie McBride, Lieutenant dritten Grades. Ich nehme diese Nachricht auf für Halimede Mangata an Bord der Viola 16 mit der Mission Humana. Halli, oh, du weißt nicht, wie lange ich dir schon diese Nachricht aufnehmen wollte. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Aber jetzt ist es endlich soweit. Es gab eine kleine Planänderung, meine Liebe. Ich muss dir sagen, dass ich jetzt älter bin als du. Ich konnte leider nicht gleich in den Kryoschlaf gehen, weil tatsächlich sind die Gaia-Angriffe viel, viel schlimmer geworden, seit ihr losgeflogen seid. Und ich konnte nicht einfach meinen Dienst belassen. Ich musste noch ein bisschen weiterarbeiten. Es sind 5 Jahre vergangen, seit du losgeflogen bist. Sorry, aber die Lage hat sich beruhigt und ich habe endlich die Erlaubnis bekommen, in den Kryoschlaf zu gehen. Und morgen ist es soweit. Morgen gehe ich in den Kryopod und wenn ich wieder aufwache, dann ist das Erste, was ich sehen werde, dein wunderschönes Gesicht. Und du weißt nicht, wie sehr ich mich darauf freue. Ich habe dich so unglaublich vermisst. Die letzten 5 Jahre waren die längsten Jahre meines Lebens. Und du weißt, dass ich nicht unbedingt der romantische Typ bin. Genauso wenig wie du, aber seit dieser Mission im Asteroidengürtel, du weißt schon. Jedenfalls, oh, ich kann es nicht erwarten, dich endlich wieder in meine Arme zu schließen. Bis dahin, weißt du ja, dass wir Doc-Tags getauscht haben, was natürlich niemand gesehen hat, weil ich ja eigentlich nicht darf. Und ich habe auch dein Bild immer dabei. Und du warst immer dabei auf den Missionen, hast alle Abenteuer mit mir erlebt. Ich hoffe, dass ihr bis jetzt schon einen tollen neuen Planeten gefunden habt. Ich habe die gesamte Hochzeit komplett durchgeplant. Ich hoffe, du hast dir nichts überlegt. Ich hatte so viel Zeit. Ich weiß, die Farben von den Dekorationsbändern an den Gardinenstangen. Ich habe mir alles überlegt. Ich weiß, welchen Kuchen es gibt. Ich weiß, was es gibt. Alles. Natürlich auch Tee. Hat es funktioniert mit der Paprika? Ich hoffe. Du hast eine Weltraumpaprika gezüchtet. Aber das kannst du mir aus meiner Sicht, ich weiß ja nicht, wann du die Nachricht kriegst, aber aus meiner Sicht morgen alles erzählen. Commanding Officer, an Computer, bitte Nachricht speichern und Halimed später abstreichen.
Und wir sehen uns. Wir sehen uns bald. Ich liebe dich. Sigrid, ich werde alle Nachrichten, die ab jetzt reinkommen, einfach abbrechen und die Personen sollen sich im entsprechenden Moment selber ansehen. Ja, gut, wie machen wir weiter? Der Torpedo wird 24 Stunden brauchen, bis er die Sternschnuppe erreicht und die Übertragung hoffentlich beendet. Bluebell, welche Temperatur herrscht voraussichtlich auf meinem Schiff in 24 Stunden? In 24 Stunden, voraussichtlich. Plus 5 Grad Celsius. Callisto, hackt uns. Callisto tut was? Callisto kann uns hören? Sie schreibt, sie hackt hier niemanden. Nein, das ist ein Miststück. Der Anruf endet in Kürze. Die Verbindung ist schlecht. Der Anruf endet in Kürze. Frankie, da du den besten Gesamtüberblick über die Planeten hast, mach bitte einen Plan. Ich würde als erstes runtergehen, bei 5 Grad kann man dauerhaft ohnehin nicht überleben. Mach einen Plan, wir besprechen das im nächsten Meeting und sehen zu, dass wir die Mission dennoch zu einem Erfolg führen. Okay, ich setze mich dran. Danke. Halimed, komm gut nach Hause, wenn es soweit ist. Ja, ich freue mich für dich. Sie geht aus. Halimed, gut aus. Anruf von Celestine Mangata an Callisto Mangata. Anruf von Celestine Mangata an Callisto Mangata. Mein Kind, kannst du mich noch hören? Ja, kann ich. Oh, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Sie schießen dich ab, Papa. Sie haben einhellig beschlossen, dass sie dich abschießen. Es tut mir so leid. Ist doch egal. Ich weiß immer nicht, ob das, was ich gemacht habe, richtig war, aber ob ich nun abgeschossen habe. Hattest du denn eine Wahl? Du hattest doch auch keine Wahl. Keiner von uns hat doch eine Wahl. Ich wollte zumindest noch einmal mit dir sprechen, weil ich dachte, du als mein Kind, du, die auch zumindest die andere Seite kennt, verurteilst mich vielleicht nicht. Und dann ist es vielleicht nicht das Letzte, was ich höre. Den Hass der Familie, den ich so enttäuscht habe. Vielleicht höre ich auch einmal was Gutes. Bevor das hier alles endet. Du warst ein so großes Vorbild für mich. Als du mich das erste Mal mitgenommen hast in dein Gewächshaus, war das das Schönste, was ich je gesehen habe. Und alles, was du getan hast, hat meine ganze Faszination für das ganze All geöffnet. Du bist so liebevoll gewesen mit uns. Ich danke dir dafür. Du warst immer großartig und du hast immer offene Arme gehabt und ich konnte mit dir über alles reden. Und alles reden heißt nicht, dass wir uns nie streiten. Das heißt aber, dass man über alles reden kann und du bist die einzige Person gewesen, mit der das ging. Ich wünschte nur, wenn ich eine Sache ändern könnte, dann ist es dieses eine Gespräch, was sich so entzweit hat, als wir über Gaia gesprochen haben und dann ausgerechnet ich tue dann das. Oh Gott. Es ist, man könnte schon fast drüber lachen. Es ist so komisch.
Dann ist nicht so unfassbar schrecklich mehr. Ich habe unsere Familie getötet. Nein, hast du nicht. Nein, hast du nicht. Du hast unsere Familie zusammengehalten. Immer. Immer. Du wolltest immer mit allen reden. Du wusstest als Einziger, dass es hier wichtig ist, über seine Gefühle zu reden. Du hast darauf bestanden und die anderen haben dich runtergedrückt. Ich liebe dich und ich danke dir dafür, dass du so bist, wie du bist. Und das alles, was alles andere, das können wir doch gar nicht beeinflussen. Das mit diesem Stick, was solltest du denn machen? Und es tut mir so leid, dass du es überhaupt erfahren musstest. Und es tut mir so leid, dass du das machen musstest. Und es tut mir so leid, dass du deine ganzen Experimente bei mir auf dem Schiff abgeladen hast. Ich hoffe, wir haben dir wenigstens etwas geleistet. Ja. Kannst du, ich liebe dich alle in der Familie so sehr. Ich. Es tut mir leid, du bist toll. Sei, und es, ich bin so sauer auf alle beiden anderen. Ich. Aber sie kann auch nicht aus ihrer Haut, weißt du? Die Verbindung ist schlecht. Der Anruf endet in Kürze. Danke, dass ich meinen letzten Moment mit dir verbringen durfte. Danke für alles. Danke, die beste Tochter bist, die ein Vater sich jemals hätte wünschen können. Es tut mir leid, wenn ich dich enttäuscht habe, jemals. Ich danke dir. Niemals. Niemals. Die Verbindung ist schlecht. Der Anruf endet in Kürze. Zeit bis zum Einschlag des Torpedos, 18 Stunden. Anruf von Halimed Mangata für Sigrid Mangata. Anruf von Halimed Mangata für Sigrid Mangata. Halimed, hast du eine Möglichkeit, den Hack rückgängig zu machen? Ich schaff's auf jeden Fall nicht, keine Ahnung. Die aktuelle Temperatur an Bord der Viola 16 und der Alpha One beträgt plus 15 Grad Celsius. Ich habe doch sonst immer alles geschafft. Das ist jetzt nicht im Moment, nicht an dir zweifeln. Das sind die Momente, in denen wir wachsen. Zweifle nicht an dir. Wir schließen uns einfach als Team zusammen. Gemeinsam mit Frankie schaffen wir es, dein Schiff wieder flugfähig zu bekommen. Halimi, du darfst nicht an dir zweifeln, hast du gehört? Du darfst nicht an dir zweifeln. Du schaffst das. Wir schaffen das. Wir werden erfolgreich sein. Wir sind die Mangatas. Wir schaffen das. Du wirst in meine Fußstapfen treten. Du wirst meinen Namen weitertragen. Du wirst den Namen unserer Familie weitertragen. Und du wirst als Held zur Erde und zu deiner Verlobten zurückkehren. Zweifel nicht an dir. Wir werden diese Krise meistern. Hast du gehört? Wir werden jetzt ein Meeting einberufen, ein Notfallmeeting. Wir werden eine Lösung für das Temperaturproblem finden. Wir werden den Planeten scannen und wir werden diese Krise meistern. In Ordnung? Ja. Bluebell, bitte organisiere ein Gruppenmeeting mit allen. Du bist aber nicht schuld, Sigrid, weißt du? Also, wenn du dir Vorwürfe machst, dass du irgendwas falsch gemacht haben solltest oder dass du daran schuld bist, was Celestine getan hat. Die Verbindung ist schlecht. Der Anruf endet in Kürze. Mich hast du immerhin auch erzogen. Die Verbindung ist schlecht. Der Anruf endet in Kürze. Wir sollten
Wir sollten ins Meeting gehen. Pass auf dich auf, Halimede. Halimede, zieh dich warm an. Bluebell, organisiere ein Gruppenmeeting. Sieht das aus. Die Verbindung ist schlecht. Der Anruf endet in Kürze. Anruf von Callisto Mangata für Celestine und Frankie Mangata. Anruf von Callisto Mangata für Celestine und Frankie Mangata. Frankie hört. Kann man mich hören? Ja. Callisto, wir hören dich noch nicht. Michi, ja, jetzt. Warum hast du es gemacht? Warum hast du meine Ergebnisse gefälscht? Ich dachte, dass eine gemeinsame Mission uns beide wieder näher bringt. Und ich muss zugeben, ich hätte es dir wahrscheinlich nicht gesagt, weil... Naja, wir sind jetzt, glaube ich, dem Tode geweiht. Allerdings habe ich jetzt, glaube ich, noch eine Lösung gefunden. Also wenn wir noch einmal zusammenhalten, dann kriegen wir das auch hin. Und ich glaube... dann macht es wahrscheinlich sogar Sinn, dass du mitgekommen bist. Und dann hat Alba doch recht gehabt. Womit? Dass du mit auf diese Mission gehörst. Und deswegen hast du die Ergebnisse gefälscht? Nicht wegen Alba. In Familienzeit, sondern? Ich glaube, es hätte uns drei auch einfach wieder enger zusammengebracht. Dich und Halimed und mich. Aber ich würde jetzt unglaublich gerne Celestine retten, weil ich nicht Celestine habe abschießen lassen, sondern die Sternschnuppe muss abgeschossen werden. Und wir haben noch eine Möglichkeit hier raus. Welche? Wie willst du denn Celestine retten? Also meine Berechnung haben ergeben, dass der nächste Planet in erreichbarer Nähe ist, und zwar noch unter 16 Stunden. Der Torpedo wird... Celestine nach meinen Berechnungen 17,5 Stunden erreichen. Das heißt, Celestine muss als erstes runter in die Atmosphäre gehen und die Atmosphäre quasi scannen. Das Problem ist, sie kommt aus der Atmosphäre nicht mehr raus. Wenn der Planet unbewohnbar ist, dann wird Celestine auf dem Planeten stranden. Das ist aber rational gesehen egal, weil sie sonst durch den Torpedo stirbt. Und weiterhin die Strahlung aussendet, dass wir immer unoperativer werden. Halimed ist bereits, also die Viola 16 ist von einem Virus befallen. Viola 16 muss sich 24 Stunden lang abschalten. Celestine geht runter in die Atmosphäre. Die Übertragung wird abgebrochen. Dann kann sie uns noch aus der Atmosphäre mitteilen, ob das ein bewohnbarer Planet ist oder nicht. Und dann können wir hinterher, die vier Schiffe, die nicht mehr zurückkommen, übersenden die Informationen an Halimed und dann schicken wir sie zurück. Frankie, so funktioniert das nicht. Du kannst nicht einfach irgendwelche Ergebnisse manipulieren und dann redest du nicht. Du wolltest doch Familienzusammenführung. Aber das klappt so nicht. Und das klappt auch genau das, was du jetzt tust. Es wird nichts werden und du wirst es nicht retten können. Du musst darüber reden und du kannst nicht einfach zustimmen, dass sie das Schiff deines Mannes abschießen, ohne Wenn und Aber. Und du kannst Halimed nicht durchgehen lassen, dass sie es einfach tun sollen. Ich liebe Celestine über alles. Und ich liebe meine Familie über alles. Und dass Celestine, ja, kein Witz, ihr habt alle recht, als ihr damals gesagt habt, die Sternflotte hätte zurückrudern müssen, hätte mehr psychologische Tests. Und vielleicht hätte Sigrid nicht so sehr drücken sollen, hätte gesagt, wir übernehmen die weit entfernteste Mission. Vielleicht hätten wir nur 7 Parsecs fliegen sollen. Vielleicht hätten wir gar nicht fliegen sollen. Vielleicht hätten sie andere für diese Mission finden sollen. Aber wir sind nun mal jetzt hier und wir müssen uns jetzt hier um die Situation kümmern. Frankie, du hast ein neues Ergebnis auf deinem Planetenscanner. Was sagt es? Es sagt, es könnte klappen. Es kann natürlich immer noch in die Hose gehen. Es kann vollkommen vulkanisch sein, aber Sauerstoff ist vorhanden. Was ist denn? Wenn uns einfach alles scheißegal ist, alles. Wenn wir...
ich weiß, alles ist scheiße und ich weiß, alles ist durcheinander und ich weiß, jeder verfolgt hier sein eigenes Ding und aber was ist, wenn abgesehen von allem anderen wir versuchen, dort ein neues Leben zu schaffen und das zu retten, was schon vor der Mission kaputt gegangen ist. Was ist, wenn das eine zweite Chance ist? Ich weiß, es ist verrückt, aber was nützt es denn? Vielleicht können wir... Entscheidung. Oh nein! Das ist deine Entscheidung. Der Anruf ist in Kürze. Die Verbindung ist schlecht. Der Anruf ist in Kürze. Hat man nie zugehört. Ich möchte, dass du es... Die Verbindung ist schlecht. Der Anruf endet in Kürze. Callisto, bitte. Die Verbindung ist schlecht. Der Anruf endet in Kürze. Scheiße. Zeit bis zum Torpedo-Einschlag. 8 Stunden. Aktuelle Temperatur an Bord der Viola 16 und Alpha One plus 10 Grad Celsius. Es ist Zeit für das Crew-Meeting. Bitte treten Sie dem Gruppenanruf bei. Captain, wir haben ein Ergebnis auf dem Planetenscan gefunden. Welches? Es gibt einen bewohnbaren Planeten. Würden Sie ihn gerne sehen? Ja, ich würde ihn gerne sehen. Also alle Informationen, die mein Scan ergeben haben, ist, dass er eine Atmosphäre besitzt. Er hat Sauerstoff, Wasser und eine einigermaßen normale Oberflächentemperatur, zumindest an bestimmten Stellen. Das heißt, zumindest Überleben über einen gewissen Zeitraum wäre dann möglich nach den allerersten Ergebnissen. Er sagt nichts über Flora, nichts über Fauna, nichts über vulkanische Aktivität. Wir müssen runter. Das ist in Ordnung, das ist ohnehin schon entschieden. Also mein Vorschlag, nochmal, ich wiederhole ihn jetzt. Wir fliegen diesen Planeten an, Celestine fliegt runter, sie erreicht ihn in 7 Stunden, wenn wir das... Frankie, das ist nicht korrekt. Dieser Planet befindet sich auf 16 Flugstunden Entfernung. Scheiße. Schatz, es war wohl gemeint und angesichts dessen, was ich getan habe, das ist ein wunderschöner Gedanke. Unser Plan war auch eigentlich, dass du runtergehst, Frankie, oder? Oder ich, weil mein Schiff unentschädigt ist. Wieso sollte Celestine, die uns verraten hat? Weil wir die Familie hätten. Wir hätten die Familie retten können. Callisto, Celestine, ja, ich habe diese Entscheidung mitgetroffen, damit Sigurd sie nicht alleine treffen muss. Aber es ist so oder so. Ich meine, ganz ehrlich, ihr werdet alle sterben innerhalb der nächsten 2 Tage. Es macht auch einfach keinen Unterschied mehr. Den einzigen Unterschied ist, dass es uns eventuell einen Vorteil gibt, weil wir auf Celestine nicht mehr vertrauen können. Ja. Und weil Celestines Schiff anfängt, andere Schiffe zu komprimieren. Und damit die einzige Chance, die wir haben, Halimed noch sicher zurückzubringen, aktiv boykottiert. Und deswegen werden wir unter keinen Umständen Celestine, egal ob es eine Möglichkeit gibt oder nicht, Celestine diesen Scan durchführen lassen. Nee, die Idee war was anderes, das hat sich jetzt aber erledigt. Gut, dann muss allerdings Halimed wahrscheinlich sich jetzt für die nächsten 24 Stunden abschalten, um quasi die Sendung von der Sternschnuppe in Richtung der Viola 16 abzuschalten. In 24 Stunden, wenn wir die beiden Planeten gescannt haben, händisch, schicken wir die letzten Informationen raus. Halimed kann es dann absetzen. Moment, Halimed kann sich nicht mehr absetzen, Halimeds Temperatur sinkt. Genau, Bluebell, würde ein Abschalten oder eine Unterbrechung der Kommunikation zwischen Sternschnuppe und Viola 16 das Temperaturproblem lösen? Nein, Captain, das Gaia-Virus hat sich erfolgreich
in die Schiffssysteme von Viola 16 und Alpha One integriert. Es arbeitet dort nun selbstständig und kann nicht mehr entfernt werden. Keines dieser beiden Schiffe würde die Reise zur Erde zurück schaffen. Dann habt ihr nur noch die Wahl und die Entscheidung oder die Idee, die Frankie mir offenbart hat, ohne mich. Ihr könnt als letzte Entscheidung versuchen, auf diesem Planeten zu landen, dort zu leben und ein Leben zu führen. Ja, die Menschheit kriegt keinen neuen Planeten, aber ihr könnt noch weiterleben, zusammen. Captain, ja, es gibt zwei Schiffe, die die Reise zurück zur Erde machen können, die Fiverr und die Kirby 2. Ich dachte, aber der Pilot würde nicht überleben, richtig? Das Schiff würde überleben, aber der Pilot würde nicht überleben. Das ist korrekt. Der Pilot würde nicht überleben, aber die Schiffe haben genügend Treibstoff und könnten zurück zur Erde fliegen und die Daten sicher zurückbringen. Gleiches würde doch für Viola 16 gelten, richtig? Der Pilot würde nicht überleben, aber das Schiff könnte zurück. Das ist nicht korrekt. Das Schiff ist vom Virus komprimiert und wird zerstört werden. Gut. Also zusammengefasst, wir sterben alle, aber vielleicht schafft es ein Schiff zurück. Ja. Die Verbindung ist schlecht. Der Anruf endet in Kürze. Dann sollte Kirby 2 doch versuchen, oder? Sicher. Die Verbindung ist schlecht. Der Anruf endet in Kürze. Frankie. Ich melde mich, sobald ich wieder kann. Ich überlege mir was, wenn wir die beiden Schiffe sind, die zurückgeschickt werden können, wer die Oberfläche überprüft und was sie geht. Oder Harley mit die Oberfläche überprüfen. Wir werden sie beide überprüfen. Ich denke, die Verbindung ist schlecht. Der Anruf wir sprechen. Kürze. Frankie, Hanimit, kannst du... Die Verbindung ist schlecht. Der Anruf endet in Kürze. Sigrid aus. Anruf von Halimit Mangata für Callisto Mangata. Anruf von Halimit Mangata für Callisto Mangata. Zeit bis zum Torpedo-Einschlag 6 Stunden. Schwester, ich dachte eigentlich, wir würden dieses Gespräch irgendwann kurz vor Ende führen. Von der Privilegierten zu der Todgeweihten. Und ich dachte, ich hatte mich darauf vorbereitet, dass du nicht mit mir reden würdest, mir bestenfalls zuhören, wenn ich dir erkläre, dass ich es für die Mission getan habe und für das, was meine Sicht von Zukunft ist. Und dass es mir leid für dich tut, dass es alles so gekommen ist. Aber das ist jetzt auch irgendwie hinfällig. Ich wünschte, ich hätte diese Nachricht nie bekommen. Verstehe ich. Jetzt ist sie aber immer wieder so unglaublich nahe. Und ich war so unglaublich nahe daran, da zu ihr zurückzukommen. Ich weiß. Es war wirklich süß. Und es tut mir wirklich leid. Du bist manchmal eine blöde Kackbratze, aber es tut mir das... Das ist wirklich hart. Wir verdienen es alle nicht. Wir verdienen es alle nicht, zurückzugehen. Keiner von uns. Das ist doch Unsinn, das ist. So wie wir einander behandeln. Wir haben uns nicht überstellt. Alle. Wir hatten gute Nein, ich konnte alle,
alle Gespräche sehen. Und alle, ich habe von euch allen, ich habe euch alle gesehen, immer. Ich habe alles gehört. Und glaub mir mal, dass wir es echt nicht verdient haben. Es gibt so bezaubernde Sachen, weißt du, Frankie, oh, unsere beiden Eltern, die sind, die lieben sich wirklich und trotzdem, ohne mit der Wimper zu zucken, wird gesagt, ja, dann schießt sie ab. Er hat ein Video aufgenommen, wo er das einzige Ding, was Frankie mitgenommen hat auf sein Schiff, ist seine scheiß Gitarre. Dieses furchtbar missgestimmte Ding, wo er dann irgend so ein Schnulzenlied drauf singt, was dann zurück abgespielt werden soll für Celestine, kurz bevor wir wieder zurückfliegen. Weißt du, jeder liebt sie wirklich und trotzdem kann er so eisenhart und kaltblütig sein. Wir verdienen es nicht. Ganz im Großen und Ganzen ist das alles ganz schrecklich und das ist auch okay, dass es schrecklich ist, aber echt nicht. Ich hatte wirklich die Hoffnung, dass wir das ändern können. Du sagst, wir verdienen es nicht, aber es ist auch einfach, manchmal muss man eine Wahl treffen und die kann hart sein und das. Ihr habt euch nicht mal beraten. Es gab nur eine Ansage von Sigrid und ihr beide, sie sagt, springt und ihr beide fragt, wie hoch. Was ist das denn? Weil Sigrid die meiste Erfahrung hat und weil sie die Situation einschätzen kann und weil wir keine Zeit haben. Wir können uns nicht ewig beraten. Das System stirbt ununterbrochen ab. Ich erfriere hier in ein paar Stunden. Wir haben einfach keine Zeit. Und weißt du, es ist... Ich weiß. Ich habe noch keine Sekunde darüber nachgedacht, dass er früher ein Scheißtod sein muss. Du schläfst bestimmt einfach nur ein, weil es irgendwann so kalt ist. Ich hasse Hände. Oder? Ich habe selbst bei 30 Grad kalte Hände. Ich weiß. Immer hast du deine Scheißfüße unter die Decke gesteckt von mir, weil die so kalt waren. Ich hasse es. Aber es war immer warm. Ja. Mann, ey. Verbindung ist schlecht. Der Anruf endet in Kürze. Ich hab dich lieb, Callisto. Auch wenn es sich in den letzten Jahren vielleicht nicht so angefühlt hat. Ich hab dich auch lieb. Danke, dass du mir das nochmal sagst. Es tut mir leid, dass ich so eine Enttäuschung bin für euch alle. Nicht für alle. Eigentlich für alle. Die Verbindung ist schlecht. Der Anruf in Kürze. Ich hab dich lieb, Schwesterchen. Mach's gut. Videonachricht von der Erde. Videonachricht von der Erde. Ach, das ist Marvel Wagner. Ich nehme diese Nachricht auf für Frankie Mandata an Bord der Kirby 2 mit der Mission Humana. Hey, großer Bruder, wie geht's dir? Oh, Entschuldigung. Oh, du würdest nicht glauben, wie heiß es hier geworden ist. Frankie, ich rufe dich an. Ich wollte dir eigentlich schon viel früher eine Nachricht schicken. Ach, aber du weißt ja, wie das ist. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Seit du losgeflogen bist, sind 20 Jahre vergangen. Die Lage hat sich wirklich rapide verschlechtert. Der Grund, warum ich dich jetzt anrufe, ist, ich wollte dir erzählen, dass Mama gestorben ist. Sie ist letzte Woche gestorben, es war in Ordnung, sie ist einfach eingeschlafen zu Hause und jetzt nehme ich Papa und meine Familie und wir ziehen nach Luna. Du hattest das ja damals so für uns alle organisiert, dass wir genug Geld haben und die Beziehungen da oben, dass das auch klappt.
Das hat auch mit Spacefleet alles super funktioniert. Wir haben jetzt ein Haus da und werden jetzt hochziehen. Wir wollten den Hof ja nie alleine lassen und Mama wäre auch niemals gegangen, aber es ist einfach, es ist nicht mehr auszuhalten und es ist so unglaublich heiß geworden. Die Luftverschmutzung ist so schlimm und ich kann nicht mehr guten Gewissens meine Kinder, das weißt du ja noch gar nicht. Ich habe jetzt zwei Kinder. Den Tommy und die Lisa. Ah, du würdest sie lieben. Ich erzähle ihnen immer von ihrem Onkel Frankie, der da oben in den Sternen fliegt und für uns ein neues Zuhause sucht. Und Frankie, ich kann mich daran erinnern, wie du mir damals erzählt hast, dass du mit Kalisto und Halimed auf Luna standest und ihr runter auf die Erde geguckt hast und dass du den beiden erzählt hast, das ist unser Planet und denen geht es ganz schlecht und wir müssen jetzt was machen, damit es denen besser geht. Und dass du so stolz auf die beiden warst, obwohl sie noch so klein waren. Ich weiß jetzt, glaube ich, was du meinst. Ich will. Jetzt sind die beiden noch klein, aber wenn sie größer sind, ich weiß nicht, vielleicht 18 oder 21 oder so, ich würde sie gerne in den Kryoschlaf schicken, damit sie auf dich warten, wenn du mit dem neuen Planeten kommst, weil das Leben hier ist einfach nicht mehr schön. Die ganze Natur stirbt hier unten. Jetzt ziehen wir nach oben auf Luna, da ist ja vielleicht alles ganz schön, aber ich meine, man kann da nie rausgehen. Man ist die ganze Zeit drin unter diesen komischen Kuppeln. Das ist auch kein Leben. Ich will das nicht für meine Kinder. Ich will, dass die frische Luft atmen können, auf einem richtigen Planeten sein können. Wenn ich das irgendwie arrangieren kann, dann würde ich sie gerne in den Kryoschlaf schicken. Damit du sie auch noch kennenlernst, damit sie dann auf dem schönen neuen Planeten leben können. Und naja, ich werde das aber nicht machen. Ich bin dafür zu. Ach, für mich ist das nichts. Naja, mein lieber Bruder. Ich habe dich ganz so lieb. Ich werde versuchen, dir noch mal ein paar Nachrichten zu schicken in nächster Zeit. Und mal schauen, was die Zukunft bringt. Vielleicht lernst du die beiden ja mal kennen. Mal schauen. Tschüss. Anruf von Celestine Mangata für Frankie Mangata. Anruf von Celestine Mangata für Frankie Mangata. Zeit bis zum Torpedo-Einschlag, 5 Stunden. Bist du da? Frankie, wir können dich nicht hören. Jetzt? Ja. Die Verbindung da. Ich wollte nur sagen, dass ein paar Stunden, die ich noch habe, ich habe es vielleicht nicht verdient, aber was du angesprochen hast, denkt an jeder Minute drüber nach, wie wir hätten alleine mit unserer Familie, die mir wichtiger ist als die Menschheit, unser Leben ausleben können. Ja, und was ist Zeit als nur gespeicherte Erinnerungen? Jetzt lebe ich dieses Fantasieleben die letzten 5 Stunden noch in meinem Kopf. Dafür muss ich dir danken. Ich berechne gerade einen Abfangkurs, Celestine. Jetzt nicht. Doch, du kannst unsere Kinder runterbringen und auf einem Planeten mache ich nicht so viel Sinn. Du bringst aber die Kinder durch, oder? Wir brauchen dich. Tu es nicht. Tu es nicht. Bitte. Ich bin das einzige Raumschiff, was weit genug von dir oder nah genug dran ist. Immer rechts von dir. Und ich kann noch
wenn ich das, ich muss das selber ausrechnen, noch in den Kurs zwischen Sigrid und den Torpedo und dich. Dann musst du mir aber versprechen, dass du die Kinder auf dem neuen Planeten, wenn der, so es denn sei, lebenswert ist, dass du sie da durchbringst. Ihr seid die Mangatas, ihr seid die Sternenfahrerfamilie. Ich bin nur ein Fremder in euren Reihen. Und, ja, aber ihr habt dann alles, was ihr braucht. Ihr habt einen Anführer, ihr habt schlaue Menschen und mit Hanimed habt ihr meinen Nachwuchs. Ich bin da nicht mehr so wichtig. Ich will einfach nur wissen, Celestine, was ist mit dir passiert? Bist du noch dieselbe? Oder ist da irgendwas passiert, als du dort warst, was mir sagt, dass jetzt mein Opfer sinnlos wäre? Ich verstehe nicht, dir musst du doch bewusst sein, was passiert. Du kennst doch Gaia. Ja, ich verstehe, dass einige Leute sagen, das Ziel ist Ehren, aber mit der Menschheit stirbt unsere Familie. Selbst dieser neue Planet, wenn wir die Nachricht nicht zurückbringen. Frankie. Und ich vertraue sie dir auch nicht mehr an. Ich weiß auch nicht mehr. Ihr stellt mich. Ich bin gut in solchen Situationen. Und ich habe keine Angst, für meine Familie zu sterben, aber ich weiß nicht, ob dich. Du hast immer gesagt, ich bin dein Stützpfeiler und dein Anker gewesen. Warum hast du nicht mit mir geredet? Und ich weiß nicht mehr, ob du jetzt meiner sein kannst. Ob du unsere Familie oder die Nachricht zurückbringen kannst. Frankie, ich war schwach und ich habe es nicht geschafft, weder mit dir zu reden noch zu meiner Mutter durchzudringen. Ich möchte dir sagen, dass es falsch wäre, wenn du das abfängst. Auf diesem Planeten bin ich ein Biologe, der. Was soll ich das? Ein Biologe? Was bin ich denn? Ein Starfleet-Commander? Ich kann Truppen führen, die nicht da sind. Du kannst. Die Verbindung ist schlecht. Der Anruf endet in Kürze. Ich bin nicht der Stützpfeiler für dich. Ich konnte es nie sein. Ich bin nicht der Sternfahrer. Du warst es. Meine Mutter hat dich geliebt. Wir sind schon an den Sternen. Wir kommen vielleicht jetzt an einem neuen Zuhause an, Celestine. Die Verbindung meine ist Aufgabe ist vor- meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist vorbei, Celestine. Die Verbindung ist schlecht. Der Anruf. Nein! Wir sind nur hier wegen mir jetzt an dieser Stelle. Bitte! Ach, kein Fehler. Anruf von Sigrid Mangata für Frankie Mangata. Zeit bis zum Torpedo-Einschlag 4 Stunden. Temperatur an Bord der Viola 16 und Alpha 1 plus 7 Grad Celsius. Zeit bis zum Erreichen des Planeten 12 Stunden. Anruf von Sigrid Mangata für Frankie Mangata. Frankie? Hi, Sigrid. Ah, halt. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Wir sollten versuchen, Callisto und Halimed auf dem Planeten ein neues Leben zu ermöglichen. Das würde heißen, wir nutzen dein Schiff, um die Mission erfolgreich zu machen. Wir nutzen mein Schiff, um den Planeten zu scannen. Sofern ich dazu noch in der Lage bin, das müssten wir gleich mal berechnen. Und Halimed und Callisto landen. Dann schaffst du es eventuell sogar runter. Ich weiß nicht. Bluebell, wie sieht's aus, wenn ich den Planeten scanne und wir Frankies Schiffe als Übertragungs... Schaffe ich es noch zum Planeten? Der Planet ist 12 Stunden entfernt, richtig? Und es ist 7 Grad. Das ist korrekt. Ich denke, die Chance auf erfolgreiche Landung auf dem Planeten liegt bei 27%.
Ich muss nicht landen. Das Wichtige ist, dass ich die Daten zu dir transferiere. Das Risiko, dass wenn ich lande, das nicht funktioniert, ist mir persönlich zu groß. Mir ist wichtig, dass du die Daten erhältst und wir dein Schiff nutzen, um die Daten zurück nach Luna zu transferieren. Ich berechne. Die Chancen auf Erfolg sind bei 74%. Das ist besser als die meisten Chancen, die wir hatten. Ach ja, bei Banten standen die Chancen 38% und wir haben es wieder rausgeschafft. Dieses Mal wird es halt nur einer schaffen. Aber vielleicht schaffst du es zu landen. 38%. Ich fliege rüber und wir kommen zurück und finden zumindest deine Gebeine und geben dir noch ein Ehrenbegräbnis. Ich brauche kein Ehrenbegräbnis mehr. In dem Fall dann schon. Ich bin müde. Du bist Sigmund Mangata. Du wirst die erste Person auf dem neuen Planeten sein. Nein, die erste Person auf dem neuen Planeten, Personen, werden Halimed und Callisto sein. Nein, du kannst es schaffen. Du darfst nur nicht in der Atmosphäre verglühen. Du musst den Scan vollführen und da musst du landen. Ich glaube tatsächlich, du musst sogar landen, weil wenn du es nicht tust und wir bekommen hier eine Crash-Information, dann werden die beiden Mädels nicht hinterherziehen. Wir kommen übrigens, also ich oder das Schiff zumindest, wird an einer toten Erde ankommen. Ich habe gerade eine Nachricht erhalten von Marvel und die hat 20 Jahre danach mir eine Information geschickt über die Erhöhung der Temperatur. Die Erde ist wahrscheinlich nur noch ein glühendes Stück Kohle. Da wird noch eine Luna wird es vielleicht geschafft haben. Dann hat es auch die Menschheit geschafft. Das ist das, was zählt. Ja. Lass uns einen Plan machen. Also du sagst, ich lande auf dem Planeten mit 38% Chance. Erst runter in der Atmosphäre, da musst du dich ungefähr eine Stunde lang aufhalten, um den gesamten Scan zu verführen und um dir eine Information zurück an uns zu schicken. Wenn deine Informationen so gut sind, dass man davon ausgehen könnte, dass dort eine Kolonie möglich ist, wende ich das Schiff. Ich gehe nicht mehr in den Kryoschlaf. Ich habe überprüft, welche Gasleitung ich hier ablecken kann. Ich will da jetzt nicht noch ein bisschen rumfliegen und dann war es das für mich. Wenn Callisto wird sich wahrscheinlich weigern, die könnte eigentlich auch umdrehen. Und dann sollen die anderen beiden versuchen zu landen. Ja, genau. Callisto und Halimed sollen landen. Dann ich verführe den Scan. Sobald ich die Informationen habe, gebe ich Callisto und Halimed Bescheid, dass sie landen können. Ich gebe die ganzen Informationen an dich weiter. Und sobald du umgedreht bist, versuche ich mein Glück. Computer, Aufnahme, abschalten. Sigrid, wenn die Atmosphäre es nicht sein sollte, den nächsten Planeten erreichen sie nicht. Dann feuer deine Raketen auf Halimed und Callisto. Frankie, ich hatte nur eine für den Verräter. Das hat die Starfleet gewusst. Scheiße. Scheiße, ja. Ich habe mir nicht gedacht, dass es meine Tochter sein wird. Keine Ahnung, was die da gemacht haben. Ich glaube, du musst dir keine Vorwürfe machen. Wir haben alle Fehler gemacht in unserem Leben. Der Anruf endet in Kürze. Captain. Ich scanne. Frankie, danke, dass du Teil unserer Familie warst. Auch wenn du das, glaube ich, jetzt nicht mehr gehört hast. Es war mir eine Ehre. Anruf von Callisto Mangata für Frankie Mangata. Zeit bis zum Torpedo-Einschlag 3 Stunden. Temperatur an Bord der Viola 16 und Alpha 1 plus 6 Grad Celsius. Zeit bis zum Erreichen des Planeten 11 Stunden. Hey Callisto. Frankie, was spielst du hier eigentlich? Ich habe doch schon gesagt, ich kann alles hören und alles sehen, was ihr tut. Und was du denn jetzt? Spielst du hier für ein Spiel? Was meinst du denn jetzt? Ich werf mich vor den Torpedo? Nein, doch nicht. Ich fliege nach Hause. Was? Weißt du, wie viele Entscheidungen wir hier gerade treffen müssen?
Nein, du triffst ja keine. Du sagst unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Sachen. Nein. Ich überlege, wie wir diese Mission, so gut wie es noch gerade so geht, im Sinne der Sternflotte und der Menschheit zum Abschluss bringen. Ich würde mich vor den Torpedo schmeißen, wenn Celestine runterfährt und mir garantiert, dass sie euch die Information übergibt. Aber es macht leider keinen Sinn mehr. Ach so. Weil Halimed kommt nicht nach Hause. Es sei denn, Celestine. Aber ich kann Celestine auch nicht mehr vertrauen. Warum kannst du ihm denn nicht mehr vertrauen? Ja, zumindest nicht mehr, um die Informationen zurück an die nahen Lunar Station zu befördern. Warum nicht? Dein Mann ist entführt worden. Das interessiert keine Sau. Niemand fragt nochmal nach. Und er hat eine schreckliche Entscheidung getroffen. Genau wie du eine schreckliche Entscheidung getroffen hast, als es völlig okay war, den Torpedo abzufeuern. Und denkst du ganz im Ernst, Celestine geht da runter und Halimed und ich gehen da runter und ich folge Sigrid, bist du bescheuert oder was? Für Leute, die so über Leichen gehen wie ihr, nein, überhaupt nicht. Ich liebe dich, Papa. Aber ich verstehe nicht, warum du... Okay, ich frage dich. Würdest du die Nachricht nach Hause bringen, dass es einen bewohnbaren Planeten hier gibt? Wenn es das Letzte ist, was ich dich bitte. Ja. Gut. Was? Ja, würde ich. Klar. Dann viel Glück dabei. Und das heißt jetzt? Sie geht runter. Ihr greift Informationen auf. Ihr vermerkt die Informationen irgendwie im Raumschiff und im Bordcomputer, dreht um und fliegt zurück zur Lunar Station. Und du? Ich befinde mich schon auf Abfangkurs. Was ist mit Alexis passiert? Was ist mit deiner Frau? Ich habe Sigrid nichts davon gesagt. Nein. Ja, sie war ein Gaia-Terrorist. Und? Das ist jetzt unrelevant. Das ist total relevant. Warum? Aber es redet ja nicht jemand darüber. Oh Mann, du hättest mit deinem... Gott, ey. Du hättest mit Celestine darüber reden können. Du weißt doch, wie sie dann sind. Deine eigene... Ach, Frankie Ace. Ich konnte ja schon mit Alexia nicht darüber reden. Es ging nicht, es ging schon damals nicht und es ist falsch. Ich verstehe, die Ideen sind gut und ich verstehe, dass man sagt, aber man kann nicht die gesamte Menschheit aufgeben. Man muss vielleicht mit den richtigen Menschen auf den richtigen Planeten überwandern. Nein, aber du weißt, wenn sie dabei war, dann weißt du ja, wie die Leute ticken. Und dann hättest du vielleicht Celestine ein bisschen auffangen können. Und dann hättest du vielleicht Halimed wäre nicht so steif geworden. Ich verstehe das ja, dass euch das erst total wichtig ist, mit diesem Ruhm und Rang und Mangata und die Familie und wir sind die Besten der Besten der Besten. Aber hier draußen sind wir tot. Und es ist scheißegal, gut, wir sind alle. Wir sind alle tot. Ja, wir werden sterben, das stimmt. Vielleicht überlegt es Sigrid, wenn sie einen Planeten scannt, vielleicht einer von euch, wenn er hinterherfliegt, wenn der Planet bewohnbar sein sollte. Aber dieses Mal, Callisto, vertraue ich dir, dass du diese Nachricht nach Hause bringst. Mhm. Im Gegensatz zu all den anderen Malen da vorne. Also, du hast mir doch vorher nicht vertraut. Oh, wem können wir denn vertrauen? Callisto? Und weißt du, wer eingesprungen ist? Halime, nicht du, Daddy, nicht du. Du hast kein Wort mit mir geredet jahrelang, als ich sagte, ich möchte nicht mehr in der Space Fleet sein. Also echt. Wirklich. Du bist ein absolut machtbesessener Typ. Ja, ich wollte euch wegbekommen von diesem Planeten. Die Erde geht gerade zugrunde. Ihr werdet, selbst wenn ihr den Flug überleben würdet, würdet ihr an einem verbrannten Stück Planet... Die Erde ist tot. Die Erde ist jetzt schon tot. Die Erde ist tot. Was glaubst du denn, wie lange deine Schwester bzw. deine Nichten und Neffen auf Luna überlebt haben? Ja, auch das weiß ich. Auch das habe ich gesehen.
Was glaubst du denn? Und sagst du, ohne dass Erde. Sie nicht überlebt haben? Nein. Natürlich, Luna ist abhängig von der Erde. Ja. Soll ich es jetzt auch ausrechnen? Das heißt, es ist niemand mehr da. Nein, es ist niemand mehr da. Die Verbindung ist schlecht. Der Anruf endet in Kürze. Dann geht runter in die Atmosphäre. Versucht das. Im schlimmsten Fall verglüht ihr. Callisto, ich war ein Scheißvater, das tut mir leid. Aber. Ja, das warst du. Das warst du. Es ist Zeit für das Crew-Meeting. Bitte treten Sie dem Gruppenanruf bei. Zeit bis zum Einschlag des Torpedos. 3 Minuten. Temperatur an Bord der Viola 16 und der Alpha One. 0 Grad Celsius. Zeit bis zum Erreichen des Planeten. 8 Stunden. Das ist sehr, sehr eigenartig auf einem Monitor zu sehen, wie ein Torpedo auf einen zurast. Ich kann das nicht mehr umkehren, Sigrid. Ich bin leider im Abfangkurs auf den Torpedo. Aber Celestine und Sigrid, ihr könnt runtergehen und ihr müsst eigentlich alle 4 runtergehen. Könntest du sagen, was du mir gesagt hast? Was? Dass auf der Erde niemand mehr wohnt? Dass auf dem Mond niemand mehr wohnt? Frankie, wir hatten ausgemacht in unserem letzten Meeting, dass du derjenige bist, der die Nachricht zurückschickt. Aber die Berechnungen ergeben, dass es keinen Sinn mehr macht. Das Einzige, was jetzt noch Sinn macht, ist, dass ihr runter auf den Planeten geht und überlebt. Erde und Mond existieren nicht mehr. Und was dieser Planet euch bringt, das weiß ich nicht. Das schließt du woraus genau, dass Erde und Mond nicht mehr existieren? Ich habe eine Nachricht erhalten, die 20 Jahre nach unserem Abflug aufgenommen worden ist von Marvel. Und Marvel hat Daten durchgegeben und eine Berechnungsgrundlage von 20 Jahren und die Temperaturerhöhung auf der Erde. In der Zwischenzeit ist, wenn ich mich nicht verrechnet habe, die Temperatur auf der Erde bei ungefähr 110 Grad Celsius. Und das bedeutet, dass die Atmosphäre verbrannt ist. Bis zum Torpedo-Einschlag. 1 Minute und 30 Sekunden. Aber der Mond ist... Nein, der Mond ist... Man kann den Mond nicht alleine betreiben. Der Mond, der wird ja von der Erde versorgt. Zeit bis zum Torpedo-Einschlag. 1 Minute. Und war alles umsonst? Nein, nicht, wenn die runtergeht. Wenn die... Kinder, ihr könnt noch überleben. Das ist alles, was uns noch bleibt. Nicht mehr und nicht weniger. Es war alles egal. Alles. Mein Handeln. Unser Handeln. Jetzt seid nur noch ihr wichtig. Zeit bis zum Torpedo-Einschlag. 30 Sekunden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Celestine mal Licht gebe. Nochmal Licht gebe. Aber ja, Callisto und Hanemir, ihr seid die Zukunft. Wir sind, kein Kind bekommen. Von was sollen wir die fucking Zukunft sein? Und wir werden von allen gefressen werden. Von meiner Frankie. Halbroten Tomate und der zwischenzeitlich verhungerten Katze. 5, 4, 3, 2, 1. Ich wollte um dich bitten, Frankie. Die Sternschnuppe und die Kirby 2 wurden erfolgreich zerstört. Die Schiffe befanden sich in zu großer Nähe zueinander, so dass vom Torpedo beide zerstört wurden.
gibt es die Möglichkeit, dass der Mond aushält. Oder nicht? Warte mal, wie viele 100 Jahre sind wir denn jetzt schon unterwegs? Das war 20 Jahre, nachdem wir losgeflogen sind. Jetzt mal ehrlich. Ihr habt eure Eltern gehört. Überlebt. Du kommst da auch noch mit runter. Du bist zwar eine ganz schön alte, blöde Kackbratze manchmal. Was, willst du heroisch in der Atmosphäre verglühen? Das macht doch jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. Du kannst die Daten noch nicht zurückschicken. Ich bin müde. Ja, wir sind alle müde. Ich komme nicht mit. Du hattest noch nicht mal was zu verlieren. Ein schönes Leben. Siegelt aus. Was? Halimed, was machen, lassen die uns jetzt alle alleine mit, oh, was ist hier los? Bluebell, wie, Halimed muss auf diesem Planeten landen. Nein, Moment, wenn, dann müssen wir beide auf diesem Planeten landen. Ja, aber du bist da mit Temperaturen, die... Ihr befindet euch 8 Stunden vom Planeten entfernt. Okay. Kannst du versuchen, so eine Art Landekurs zu berechnen? Wenn, also so, dass wir nicht sterben dabei? Landekurs. Halimeds Temperatur wird die letzte halbe Stunde voraussichtlich bei minus 10 Grad Celsius liegen. Wenn sie es schafft, diese Kälte zu überleben, sind ihre Landechancen bei einem Schiff mit beschädigten Systemen deutlich niedriger als bei der Pfeiffer. Ich vermute 13%. Bei der Fiverr 64% Chance auf Überleben nach der Landung. Dann. Ich und Celestines Katzen und dich kriegen wir da auch noch runter. Was soll's denn? Wir haben nichts zu verlieren, also. Zieh dich warm an. Weißt du, dass Frankie nicht wissen konnte, dass da Waffensysteme sind? Weißt du, dass die Scans von Bluebells nichts gezeigt haben von diesen Waffensystemen? Bitte was? Well. Ja. Weil ich mit der KI die ganze Zeit rede, weil ich einsam bin, weil mir keiner zuhört und weil mein bester Freund eine KI ist. Nein, das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, wie hat Frankie dann gewusst, dass Waffensysteme... Danke, Callisto. Du bist auch meine beste Freundin. Wollt ihr einen Moment zu zweit? Nee, haben wir eigentlich schon viele Jahre. Du bist herzlich eingeladen. Also gut, dann hör zu, dann versuche ich da irgendwie runterzukommen und nicht dabei zu sterben. Und wenn ich doch sterbe, kannst du immer noch entscheiden, was du machen willst. Wie ich sterben will? Ob du sterben möchtest oder lieber alleine auf einem unbewohnbaren, vielleicht bewohnbaren Planeten. Also ich meine, wir können die Katze essen. Oder nicht. Oder wir kommen erstmal runter. Ja. Die Verbindung ist schlecht. Der Anruf endet in Kürze. Dann versuchen wir das jetzt. Wir versuchen es. Pass auf dich auf, Kleine. Du auch, große Schwester.
Lobel? Ja, Captain. Stelle den Kurs so ein, dass wir in der Atmosphäre verblühen. Ja, Captain. Nimm eine letzte Tasse Tee. Captain, es war eine Ehre, mit Ihnen zu dienen. Mit dir auch, Bluebell. Mit dir auch. Und jetzt fahren wir zu Alba. Gute Reise. Thank you.